Notebook, Fernzugriff aktiv. Ich glaube nicht, mein Lieber. Ich habe nämlich da auch noch was. Eliminieren Sie die alle Fixer und kommen Sie. Ach, da ist einer. Na? Und der letzte. Doch nicht der letzte. Ja, habt euch doch mal lieb. Boah, gehen die mir auf den Keks. Da ist noch einer. So. Na komm raus. Na. So, wo sind denn noch welche? So, der wäre erledigt. Da hinten ist noch einer. Bedrohung ausgeschaltet. War das so schwer? So. Sag mal, mit der Waffe bin ich besser. Reden wir. Und Anrufe zurückverfolgt. Da ist unser Mann. Er uns allerdings immer noch nicht verraten hat, was er eigentlich will. Ah, das finden wir hoffentlich gleich raus. So. Autsch, der Baum war zu stabil für das rosa Auto.
Komm ich da durch? Ich glaube nicht. Okay, ich bin gleich da. Tut mir leid. Hier muss ich hin. Was? Mann, du weißt, wie das Spiel läuft, Mann. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Ey. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Dave? Bist du mal so ernst reden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du, Hassan. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Du machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, der hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Ja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Du bist nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Danke für den Tipp. Anscheinend war das unser... Moment. Anscheinend war das unser alter Freund, den wir aus dem Intro gesehen haben. Oder unser Teamkamerad, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich begebe meine Schnellreise hierher. Den es anscheinend nicht besser erwischt hat als uns. Obwohl ich meine, ein verkrüppeltes Bein ist im Endeffekt besser als der Tod einer kleinen unschuldigen Nichte. Das lag immer, wenn ich mich hierher teleportiere. Aber naja. Verbrechen interessiert mich gerade nicht. Ich will gerade nur wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass meine Nichte gestorben ist. Und das finde ich auch raus. Ich hoffe, dass hier keine Züge fahren.
So. Jetzt sind wir auf der Spur. Das habe ich übrigens absichtlich gemacht, um abzubremsen. Erinnern. Oh. Oh. Das wird dann wohl das Grab unserer Nichte sein. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden? Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Alles klar, es geht anscheinend weiter, wir werden weiter... Er wollte... Wollte ich nicht. Wir wollten gerade... Er hat gerade drüber nachgedacht, aus der Sache auszusteigen und jetzt hat er wieder ein Problem, weil er anscheinend doch identifiziert wurde. Oh mein Gott, ey, Sprachstörung vom Feinsten. Da kann er natürlich jetzt nicht aussteigen. Das Problem wäre natürlich, dass er, wenn er jetzt aussteigt, seine Familie das Recht gefährden würde. Und da hat er sich jetzt echt reingeritten. Ich meine,
Ich weiß jetzt nicht direkt, ob ich ihn als Guten oder als Bösen abstempeln soll. Muss man mal sagen, er hat ja am Ende, am Anfang gehackt. Ich weiß nicht, ob das war, um, ob das einfach nur zu seinem eigenen Vorteil war oder ob es einfach nur war, um Leute, die was falsch gemacht haben, zu... Ja, ne? Wie das halt so ist. Auf jeden Fall hat er jetzt eine ganze Menge Probleme dadurch. Puh. Und er hat sich anscheinend schon so tief... Boah. Oh, da vorne ist schlimm. So, ich habe mal ganz kurz die Aufnahme abgebrochen, weil es gerade so ein bisschen lackt. Ich nehme auch schon eine ganze Ecke auf. Ja, okay. Ja, okay. Ich nehme schon wieder zu lange auf. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir verabschieden uns erst einmal für heute. Ich muss da mal aufpassen bei dem Spiel, dass ich nicht zu lange aufnehme. Das werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit mal ein bisschen runterfahren, die meine Aufnahmen anzahlen. Da sonst meine Festplatte vollläuft und dann das Spiel nicht mehr packt. Darum würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, erfahren dann, was wirklich passiert ist. Online-Hacking. Das mache ich jetzt nochmal. Einmal hacke ich jetzt noch so einen Typen. Weil sich anscheinend befindet sich gerade auch jemand hier in der Nähe. Das ist ein guter Ort zum Hacken, finde ich. Ich befinde mich in einer Warteschlange, durchschnittlich 2 Minuten. Falls das wirklich hier stattfinden sollte, gucke ich mal... Oh, Moment. Wo ich mich verstecke. Das hier sieht sehr vielversprechend aus. Ja, den nehme ich. Ja, genau. Verfolge Fixer-Aktivität. Oder laufe ich dem jetzt hinterher? Ich weiß es nicht. Eins unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Du musst ihn finden, hacken und eine Backdoor installieren. Oh mein Gott. Ich darf jetzt nur noch ausweichen. Okay, er hat mich sofort erkannt. Das ist wirklich schief gelaufen jetzt. Oh. Und natürlich lackt bei mir gerade alles. Das ist also keine gute Voraussetzung für sowas. Ja, das ist natürlich klasse. Willst du jemanden hacken? Dann hast du natürlich ein Auto neben dir. Das läuft gar nicht gut. Das läuft gar nicht gut. Natürlich ist es ausgerechnet ein fixer Auftrag mit Auto. Wenn ich gerade gesagt habe, dass mein Auto, das Autofahren nicht mehr funktioniert. Was auch sonst. Komm schon! Entkomme! Ich habe einen Fehler gemacht. Das passiert nicht wieder. Teilerfolg. Okay. Gut. Es war ein Teilerfolg. So sieht auch mein Auto ungefähr aus. Ja, das war wohl dann der krönende Abschluss dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oh mein Gott, ey. Ja, ciao.